Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Valhalla zusammen mit Red. Ja. Hallo. Hi. Okay. Was gibt's? Ich würde direkt mal deine Folge übernehmen und, ja, mach. Und meine Folge. Und zwar, das Video ist ja jetzt schon online. Also aktuell, wo wir es aufnehmen, noch nicht. Ich habe es auch noch nicht geschnitten. Aber das Video wird ja online kommen vor dem Video, da gibt's Sinn, was ich alleine aufgenommen habe, Mikey. Ach so, okay. Und in dem Video habe ich ja die Bahn direkt in das Dorf von uns gebaut, also in das gute Dorf. Ihr seht auch noch, ich habe noch ein paar Schienen übrig. Und ich muss dir erst mal ein paar Sachen zeigen, weil du warst ja lange nicht mehr mit mir zusammen drauf. Zumindest das neue System kannst du ja auch noch nicht. Es lag ein bisschen in der einen Folge. Okay, ich habe ja zwei Folgen aufgenommen. In der einen Folge habe ich ja das Schienensystem nach unten gebaut, zu uns in den Keller. Und das andere Mal habe ich das Schienensystem gebaut zu dem Nachbardorf. Aber kommt mit, ja. Okay, ja, warte, ich komme mit. Da, wo es bei uns in den Keller geht. Oh, Junge, ich habe auch meine Emerald-Spitzhacke verzaubert, damit ich nicht so viele Blöcke so ewig brauche. Jetzt hat die Glück 3, Effizienz 4 und Haltbarkeit 3, weil ich habe da ein Buch drauf geknallt. Das Problem ist, das war übel teuer. Ich habe nur noch 14 Level, also mittlerweile wieder 14 Level. Du siehst hier schon ein kleines System. Oh. Und ich setz dich mal in die Loge und dann drück mal nach vorne. Tschüssi. Oh Gott, Alter, ist das schnell. Wundere dich nicht, du backst dann hier in die Wand rein, aber du kriegst keinen Schaden. Das ist nur, weil das die Kurven sind. Jo, aber das ist voll. Alter, wie lange hast du gebraucht für diesen Scheiß, Alter? Digga, oh Gott. Ich hab 3 Stunden wegen diesen Steinziegeln. Oh Gott, ja. So, und jetzt fahren wir nicht weiter. Bis hier? Ja. Ah, nein! Geil. Ich hab gerade einen Drachen gehört. Also, chillig eigentlich. Ja, ich weiß. Das ist ja das, was ich noch meinte. Okay. So, und jetzt siehst du hier schon einen anderen Weg. Der Weg ist auch. Ne, warte mal, das ist der von unserer Bahn. Ja, ich wollte gerade sagen. Der Weg, ja. Ja, der ist nicht verkleidet oder so, sondern ja. das ist der Weg, der hinten zu unserem Dorf führt. Okay. Und auf diesem Weg sind 2 Drachen, hast du gesagt. Ja, ich habe 2 Drachen gehört. Okay. Hast du deine Lore noch? Ich habe meine Lore noch. Ich habe nämlich nur eine. Gib mir die mal. Ich muss kurz das vorbereiten. Warte, mein Minecraft hängt gerade. Oh Gott. Hä, wieso leckt das? Wieso habe ich so Frame Drops die ganze Zeit? Genau, ich habe dir hier eine Trichterlore hingegeben. Aber hey, was willst du mit der Trichterlore? Warte mal kurz. Ja, wollte ich gerade sagen, kann ich nicht reinsitzen. Warte, ich bin gleich mal wieder da. Ich fahre noch mal kurz hoch und muss dir dann was zeigen. Ich zeig dir dann, was ich meine. Okay. Perfekt, Leute. Na, wie war euer Tag so? So, ich bin schon wieder oben. Das geht nämlich relativ flott. Ja, es ist echt, also es geht echt schnell hier. Und sie fährt wieder zurück, die Lore, weil hier oben eine stand. Aber egal. Also egal, jetzt habe ich auch eine. Oh. Ja, die kommt gleich wieder runter. Und zwar, jetzt machen wir das. Gucken wir, ob die Kiste leer ist. Die Kiste ist leer, das ist gut. Ah, da ist sie ja. Hi, ne? Jetzt bleib unten. Ja. Ja, ich komme jetzt wieder runter. Kurzer Cut. Ja, hi, ne? Oh. Ich hatte gehofft, dass die wieder hochfährt. Ja, ist sie auch. Achso. Und die Sache ist, eigentlich wollten wir das System hier unten hier lang bauen. Das geht aber nicht, weil du kannst keine Schienen aneinander in die Ecke legen. Aber jetzt, guck mal, was ich gebaut habe. Wir machen jetzt mal eine Truhenlore. So geht das. Und dann haben wir jetzt hier eine Truhenlore. Nicht anschubsen. Okay. Mach da mal rechtsklick drauf und tu da mal irgendwie. Ich tu da jetzt mal 7 Kohle reinlegen. Okay. Ja? Ja, genau. Das kommt dann oben in die Kiste. Ja, das stecke ich schon. Genau, das kommt dann oben einfach in die Kiste. Das ist super praktisch, weil jetzt können wir einfach von hier unten alles hochschicken. Ja, das stimmt. Lädt sich dann das oben ist echt aus geil. Und die sollte sogar zurückkommen. Gerade weil eine. Nee, ist die ja nicht. Die ist ja nicht hochgefahren. So, das ist das, was ich gebaut habe. Die Sache ist halt, es hat ewig gedauert, weil hier überall Glowstone an der Decke ist. Ja, ist so. So lange im Nether, Alter. Aber ich bin nicht gestorben, glücklicherweise. Ja, nice. Perfekt. Ja, ich laufe jetzt hoch, weil meine Lore ja weggefahren ist. Ja, wollen wir jetzt nicht den Drachen finden? Ich muss noch mein Inventar ausleeren, mein Inventar ist super voll. Ich habe noch das ganze Zeug von der letzten Aufnahme. Ich such schon mal. Du kannst schon mal mit der Lore Richtung Drache fahren. Und sobald du den hörst, musst du einfach aussteigen und deine Lore fährt einfach weiter. Perfekt. Alter, wie langsam das ist. Achso, jetzt. Also die. Ne, du brauchst kurz ein bisschen, weil das ja, ist keine Antriebsschiene direkt. Vorne ist das nix. Ja, du siehst relativ wenig. Aber man hört es ja dann. Also man erschreckt sich da auch echt. Ich hab dort gebaut im Todesherz. Alter. Ja, glaube ich dir. Na, wenn du so. Ich habe halt jetzt einfach gebaut. Hatte. Die Truhenlogo hängt hier. Zack. Die Kiste hat natürlich hier alles eingesaugt. Jeder Maus. Okay. Interesting.
Interesting, Alter. Lava Blubbert wieder mal. Blubbert, ne? Fledermaus fliegt los. Wasser fließt. Ist aber noch kein Drachen. Block zerstört. Okay. Alles klar. Hä? Hast du was kaputt gemacht? Nee, eigentlich nicht, aber hä? Ich war hier nur durch. Ich habe meine Hände nicht mehr auf der Tastatur. Na, das sollst du aber haben, weil du musst ja dann auch aussteigen. Stimmt. Aber du ja. bist schon in der Nähe, weil bei mir, ich kann nicht essen, das leckt. Ja, bei mir leckt's auch. Und ich glaube, ja, ich bremse mal kurz. So, ich glaube, es liegt damit zusammen, dass du die ganze Zeit Lore fährst und dadurch durch die Welt fährst und das bei dir noch nicht geladen hat. So. Ja, ist so. Ja, bei mir leckt das Bild übel, wenn ich Lore fahre. Ja, bei mir auch. Nee, das sieht so scuffed aus. Ich habe so richtig schöne 1 FPS. Na, Lore rollt. Was ein Zufall. Zufall? Ich glaube ja. nicht. Nee, ich denke nicht. Ja, Leute, diesmal ohne Facecam. Aua. Lol, ich habe gerade kurzzeitig gebrannt. Was ist das denn? Ja, du fährst dort auch bei Lava vorbei, also. Kurzzeitig einfach in Lava ertrunken. Verbrannt. Biene summt. Ich bin die Strecke selber noch nicht gefahren. Biene summt unter Erde? Was? Jetzt werden wir ja sehen, wenn man nicht die Hände an der Tastatur hat, weil ich musste ja, ich konnte ja nicht die ganze Zeit Antriebsstäbe bauen, das ist ja viel zu teuer gewesen. Wie das dann aussieht, wenn man so fährt. Weil man ist relativ schnell eigentlich noch. Weil du hast den guten Abstand immer wieder den Redstop voll. Was hast du denn hier gebaut, Alter? Einmal geht's ganz kurz runter und dann wieder hoch. Ja, da habe ich halt aus den unten irgendwas abgebaut und war zu faul oder irgendeinen Block rein. Meine Lore hat einfach hier random angehalten. Was ist das denn? Dann bleib mal da stehen, wo du bist am besten. Dann hat das bestimmt auch irgendwelche Gründe. Wahrscheinlich ist keine Schiene oder so da, oder? Nee, es ist schon. Es ist alles voller Schienen. Aber er ist auch weitergerollt, aber einfach extrem langsam. War es vielleicht ein Leck? Stehst du jetzt dort und deine Lore ist weg? Nee, die Lore ist noch da. Also ich sitze noch in der Lore, ich warte mal kurz. Ding jetzt gesehen, wo nichts war. Ansonsten, wenn das mit der Lore jetzt nicht funktioniert, dann müssen wir halt aussteigen und laufen, weil dann hört man das ja auch, den Drachen, naja. Weil dann sind wir langsamer. Nee, also es funktioniert schon, aber irgendwie habe ich hier einfach random angehalten. Soll ich jetzt weiterfahren oder auf dich warten? Warte da, wo du fahr lieber weiter. Wollte gerade sagen. Man merkt doch mal die Kurven, weil ich habe mich erst zu der einen Koordinate gebaut und dann von der Koordinate weitergebaut. Ja. Perfekt, Alter. Ledermaus kreischt. Okay. Ich habe meine Schritte. Zombie stöhnt. Der eine war sehr nah am. Der eine Drache war sehr nah am Dorf und der andere war eher näher bei uns. Oh ja, wir haben ihn gehört. Oh Gott. Ja, die Lore ist. Da gerade, wo es nach unten ging. Die Lore ist jetzt weg. Ja, dann bist du gar nicht mehr so weit. Da, wo du angehalten hast, fehlt eine Schiene. Da ist ein Loch. Ja, okay. Hinter diesem Hügel. Ja, genau. Okay, ich baue hier kurz eine kleine Endstation hier. Achso, bist du jetzt im Dorf oder wo bist du? Nee, ich bin hier. Ja, dann bau dort am besten irgendwie so einen Block hin oder so an die Schiene, dass man da nicht irgendwie weiterfährt. Ansonsten fahre ich da weiter und das im Loop. Ja, hab ich gemacht, so. Ah, ich sehe dich, glaube ich, schon laufen, oder? Ja, ich sehe dich auch schon da. Okay, genau, hier ist der Drache, nur so zur Info. Brauch hier mal so eine kleine Ausdingselung, damit man da ein bisschen Platz hat. So. Ja, hi, ne? Nein, meine Lore! Ah. Egal, die werden wir nie wieder sehen. Kann man so schnell rennen und so springen, weil man ja oben über sich direkt. Ja, stimmt. So. Ich würde mal sagen, hast du Holz? Überhaupt nicht, ich habe gar nichts dabei. Profi. dann würde ich sagen, bauen wir uns jetzt einfach hier mal lang und suchen den Drachen. Bau ein bisschen höher, weil der Drache wird wahrscheinlich ein bisschen höher sein, weil wir auf Höhe 11 sind. Ja, ich gehe mal in die andere Richtung. Eine Höhle. Ja, also er war wirklich praktisch direkt über uns, weil ich habe dieses Goldzaun auch gehört, dass er da drauf rumgestapft ist. Also das war. Das habe ich auch schon gehört. Ja. Oh Gott, hab ich gerade ja, eben. Alter. Er ist extrem nah. Wir müssen aufpassen. Also zwischen 20 und 30, oder? Ist er normalerweise? Ja, es gibt kein normalerweise, aber. Ja, aber durchschnittlich. Ja, naja, das Nest ist ja tief. Gut, wir haben ja gesehen, so eine Höhle, wo dieser unter Erdedrache lebt, ist ja relativ groß. Also sollte man, glaube ich, schon sehen. Wir könnten uns auch irgendwie kurz durch die Map glitschen, damit man das besser sieht. Ja, hast du was damit man sich durch die Map glitschen kann? Nee. Siehst du? Wobei, doch, mit der Lore kann man sich auch durch die Map glitschen. Stimmt, ja. Aber da bräuchten wir ein bisschen was dazu, nicht nur eine Lore. Ja, ist so. Jetzt höre ich wieder zum Beispiel gar nichts, aber das, ja, als ich gebaut habe, ich das die ganze Zeit gehört. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen links, rechts meine ich, Leute. Schon sonst wo. Oh, ich habe hier ein Schwert bekommen. Als Effekt Schwert. Oben, was ist das? Schwäche. Ich habe den Schwäche. Hä? Also ich bin wahrscheinlich gerade unter oder neben dem Drachen. Das habe ich jetzt gerade bekommen.
Stein. Ich hab deinen Gang gefunden. Also Kohle meine ich. Leute, ich komme auch zu dir, aber pass auf, dass du nicht stirbst. Was gutes Zeug dabei. Ja, ne? bisher ist nur. Ja. Wo bist du? Nix da. Ja, ja, also er ist über mir. Die Flügel schlagen. Ja, ja. Er ist safe direkt über uns. Ich hab mal jetzt nach oben hier, komm mal hier mit. Okay, ja, warte, ich komme auch gleich so. Okay, da vorne. Ich mal in die Richtung, wo ich der Meinung bin, dass der Ton herkommt. Ah. Oh ja, hier ist auch das. Ah, das ist eher links, rechts haben wir noch, ne? Ja, ich würde auch sagen. Ja, ne, werden schon finden, so ist es nicht, aber. Alter! Ja, okay, wird viel lauter. Nee, ich bin so zusammengezuckt gerade, als ich. Ja, da, ja, das ist auch. War. Eben, es ist extrem laut, Alter. Auch wenn ich wusste, dass es kommt irgendwie, aber. Ich bin kurz zusammengezuckt. Also man sieht's auch an meiner Maus, weil die Maus hat im Game so gut zusammen. Ja, ja, das fühle ich. Warte mal, ist hier oben irgendwas? Nee. Digga, das kann er nicht. Oder sind wir zu unfähig, einen scheiß Drachen zu finden? Aber hast du den Effekt jetzt auch bekommen? Nee, nee, ich hab nichts bekommen bisher. Hier, ich hab Charged Stone. Ja, ich auch. Charged Stone. Ja. Oder wie das heißt? Was heißt es? Charged Red Stone, Alter. Oh Gott, Kies! Oh mein Gott! Alter! Alter, hast du mich erschreckt! Ja, tut mir leid, ich wäre fast gestorben. Weil ich hab ein Loch reingebaut, um mir anzugucken. Also hier ist er bei mir. Ich würde sagen, wir bauen mal ein bisschen Fläche drum. Bei mir ist jetzt nur noch Kies. Ja, da war ich auch schon bei dem Kies, da bin ich durch. Also weiter nach oben. Okay, hier geht das Drachennest lang. Ja, ich. Ja. Hä? Ich hab mich. Digga, siehst du mein Name-Tag nicht, Digga? Ich bin nicht gesneakt. Ich seh's halt literally nicht. Digga, wie dumm bist du? Ja, ich seh das nicht. Wo bist man du? Man hört auf jeden Fall Wasser, man hört, der ist im Wasser. Und Wasserdrache? Digga, ist das Alter, achso, jetzt gerade bin ich gesneakt, aber. Ich grab mich mal dahin, wo ich denke, dass du bist, weil ich dich da von Spawn hören lasse. Nee, da bist du aber nicht. Unfähig? Digga, Alter, geh mal zurück zu deinem Weg. Ja, komm, scheiß drauf, Alter. Wie unfähig kann man sein? Ich habe mich einfach nur weiter nach oben gebaut. Muss eigentlich nur dem Licht und den Fackeln folgen. Achso, ich bin, glaube ich, einfach viel zu weit nach oben gegangen. Ja, ja, ich. Wo bist du? Du bist ja in die falsche Richtung gegangen. Ja, wo bist du? Ah, da hinten, lol. Ja, ich bin wirklich in die falsche Richtung. Ich habe das irgendwie nicht mit. Ach, du bist hier runter. Ach so. Nee. Nee, da wo du jetzt bist. Da wo du jetzt bist, ist es auch. Am Ende des Ganges. Ah, da. Hier, hi, ne? Hier, da. Ach hier so. Am Ende des Ganges, wo ich gerade aus dem zugebaut habe. Hier ist der Kies und hier ist das. Ja, genau. Hier kannst du auch gerne mal reingucken. Da siehst du auch den Drachen. Okay. Perfekt. Oh, dann gehen wir mal rein, ne? Aber wir sollten vielleicht zuerst noch eine Kiste machen. Ich hab eine Lore mit einer kleinen Kiste. Leute, ich hab einen Smaragd-Erz abgeholt. Ja, man sieht aber zu seinen Flügel hier durch die Wand. Ja, ist so. Ey, ich hab noch eine ich bin gerade runtergefahren. Achso, hier. Du hast noch die Trichterlore. Ja, ja. Ja, die Trichterlore bringt uns aber nichts. Ja, man kann da kaum was reinmachen. Ich mach hier so noch ein paar Werkzeuge rein und ja, das war's. Mehr hab ich nichts dabei, was ja voll ist. Digga, die Flügel glitschen hier so durch die Welt. Ja, ist so. Wie lange nehmen wir eigentlich auf? Nehm hier, mach hier mal in die Trichterlore hier. Mach da mal noch ein paar Dings rein. Zum Beispiel ein paar wichtige Items, die du vielleicht noch dabei hast. Ich werde wahrscheinlich meine Spitzhacke da lassen. Nur mein Schwert mitnehmen. Stimmt, ja, da ist ja alles ausgehöhlt. Da braucht man das eigentlich nicht. Ja, ich glaube, ich nehme auch einfach nur. Ja, hier Schwert mit Zeugs, genau. Aber Mike, jetzt müssen wir hier mal einen Cut setzen. Aber ist nicht gerade noch Keep Inventory True an? Ja, lassen wir das? Ich muss sagen, oder? Ja, können wir eigentlich machen. Ich meine, die anderen haben das ja auch gehabt jetzt, die ganzen letzten Wochen, Monate, Zeit, Alter. Leute, kann man das? Funktioniert das? Ja, der saugt das ein jetzt. Ja, nee, saugt er nicht, weil er voll ist, aber... Also, ja, komm, wollen wir den noch bekämpfen jetzt schnell? Ja, komm. Oder welche... Ja, gut, nee, komm, wir machen heute eine kurze Folge. Dafür können wir heute vielleicht drei aufnehmen. Okay. Nein, ich meine jetzt nicht in der Folge bekämpfen, sondern jetzt hier ein Ende danach. Ach so. Ja, genau, ja, das also machen wir. Das sieht aus wie ein Feuertraum, oder? Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Doch, Leute, das ist ein roter Drache. Okay, das war's mit diesem Video. Also, ja, mit dieser Folge Minecraft Valhalla. Schaut unbedingt bei Red vorbei, schaut bei mir vorbei. Wir machen jetzt hier direkt weiter. Schaut bei der nächsten Folge vorbei. Da bekämpfen wir jetzt diesen Drachen. Der wird jetzt nicht mehr abhauen wie der letzte. Ey, was machst du? Ja, Leute. Hey, du hast gesagt, du lässt deine Spitzhacke hier. Egal. Auf jeden Fall, Leute. Ich habe gar keinen Platz im Tor. Ja, genau. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.